Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Yalla, yalla. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Wen haben sie da eingesperrt? Bitte, Neb, wenn du einen Funken Anstand besitzt, befrei mich! Bleibt hier. Wartet, bis es sicher ist, dann werdet ihr befreit. Ihr habt mein Wort. Thank you.
Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahakam. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Metropolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich glaube dafür, dass es so bleibt. Ihr sagt, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Metropolis ist fruchtbar. Hast du den Sandsturm gesehen? Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln und... Was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl?
mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Senno. Aya. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Bitte. Ich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Komm her! Guter Junge! Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Die Ausrüstung verpackt? Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für Sevetu. Gut, wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Den wir eingegraben haben? Zwei Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Bin dabei. Moment, wer überprüft das? Sie hätten im Schatten bleiben sollen.
willkommen, Nebet. Die Stadt der Zukunft Ägyptens heißt alle willkommen. Thank you.
Oh. So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt. Wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an! Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen.
Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä?